Hallo, meine... Oh mein Gott, ich schaue nicht in die Kamera. Okay, ich mach's nochmal. Hey, hier ist euer Prinz Damien. Heute zeige ich euch ganz einfach, was in meiner Tasche drin ist. Ein What's in my bag. Fangen wir einfach gleich an. Wenn ich unterwegs bin, habe ich meistens diesen fetten Rucksack dabei. Der ist so dick, da passt alles Mögliche rein. Aber ich liebe halt Rucksäcke, weil da kann man so viel Shit reinmachen. Läuft man nicht mit Aldi-Tüten rum, sondern tut das, was man in Aldi eingekauft hat, tut man in die Tasche rein. Immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich eine Wasserflasche dabei. Wichtig ist... Die soll aus Glas sein. Ding! Okay. Ab und zu habe ich meine Musikbox dabei, weil man weiß nie, wann man Musik braucht. Und meistens, wenn ich unterwegs bin, übe ich gerne meine Choreo mit lauter Musik. Oder in der Früh im Bad mache ich die Musik mal ganz laut und dann tanze ich so. Give it to me, I'm worth it. Deswegen habe ich meine Musikbox auch immer dabei. Also ich habe Essen. Ich nehme mir meistens Karotten mit. Heute habe ich einen Apfel. One apple a day keeps the doctor away. Und eine Birne. Jetzt kommen wir hier zur Mitteltasche. Heute habe ich einen Schal dabei. Der riecht voll gut. So eine Mischung aus Lenore und Oma. Aber Omis riechen immer gut. Er ist relativ kratzig. Dann must have, must have, must have. Der ist kaputt. Hier vorne. Wenn du einen Regenschirm hast und der lässt kein Wasser durch, dann nutzt du ihn, bis er kaputt ist. Denn wenn man einen Regenschirm mitnimmt, dann wird das Wetter gut. Wenn man ihn vergisst, dann regnet es. Wir lassen immer die Sonne scheinen. Also ich habe was Süßes. Ciao, rest in peace. So, ich habe immer eine Bürste dabei, denn du weißt nie, wann deine Haare fucked up ausschauen. Normalerweise habe ich eine weiße Bürste, aber ich habe die vergessen, deswegen bin ich halt zum DM und habe mir jetzt die geholt. Die kostet nur 99 Cent. Was haben wir noch? Einen Stift. Jetzt kommt die Magic Box. Ohne diese Tasche gehe ich normalerweise nie aus dem Haus. Mein ultimatives Survival Package. Hier ist mein Akku. Denn mein Handy-Akku geht so schnell leer, wenn man aus dem Haus rausgeht. Nach 2 Minuten ist der Akku leer. Und ich fühle mich wie im Mittelalter. Dann ein Deo. Nivea Man 24 Stunden. Normalerweise nehme ich ein anderes, aber das riecht einfach so, so gut. Wie frisch geduscht riecht man danach. Unwiderstehlich gut. Dann das wichtigste Kabel. iPhone-Kabel und normales Micro-USB-Kabel. Weil ich habe ja meinen Bluetooth-Kopfhörer und die fressen natürlich auch Akku. You never know, man weiß nie, wann Freunde auch ein Micro-USB-Kabel brauchen. Und dann hat man es natürlich nicht dabei. Aber ich schon. Dabei nur just in case. Dann haben wir noch. Das ist die allerbeste Creme, die man kaufen kann. Ich schwör's euch, die sieht zwar total kaputt und abgefuckt aus, ist sie ja auch. Kaufmannshaut und Kindercreme. Und wenn du trockene Lippen hast, dann ist das wirklich das Beste. Richtig, delicious. You know. Vergiss Labellos, vergiss alles. Die Creme ist the best. Dann, wichtig. Neben dem Akku habe ich auch diesen Akkustecker. Der ist immer dabei. Immer, always. Jetzt kommen wir zu der kleineren Tasche. Da ist voller Verhaut drin. Oh mein Gott. Eine Tüte. Ihr kennt doch sicherlich diese Tüten, die man benutzt, um beim Fliegen. Da tue ich dann immer diese ganzen Flüssigkeiten rein. Dann Parfüm. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man stinkt. Ich fange so schnell an zu stinken. Und wenn es ranzelt, dann hilft ein Deo und ein Parfüm. Viele sagen ja, dusch doch. Ja, wie? Wo denn? Ich kann ja nicht am Bushalte schnell duschen. Deswegen Deo und Parfum. Einmal. Und dann riecht man perfekt. Aber sobald man duschen kann, sollte man duschen. Dann. Das ist mir jetzt echt ein bisschen peinlich. Okay. Ich habe Sonnencreme dabei. Und zwar 50 Plus von Daylong Extreme. Ich will jetzt auch nicht so viel Schleichwerbung machen. Ich hatte so oft hier im Gesicht oder hier im Nackenbereich Sonnenbrand von ganz normaler Sonne. Und da habe ich gesagt, das kann echt nicht sein. Die ist halt voll teuer, aber ich gehe damit so sparsam, dass ich dann doch ein halbes Jahr oder so mit so einer Tube auskomme. Jetzt kommen wir zum nächsten. Hier in diesen Air Berlin Täschchen habe ich nichts von... Kaum sage ich Air Berlin, fliegt ein Flugzeug vorbei, habe ich alles drin, was ich für meine Nieten brauche. Ich bin oft undercover unterwegs, da habe ich dann das Täschchen nicht dabei. So, wow! Wo wir schon beim Thema Air Berlin sind. Ihr habt übrigens meine meiste Mo-Karte falsch ausgestellt. Meinen Namen habt ihr falsch geschrieben, aber egal, ich verzeihe euch, weil hier sind ein paar Air Berlin-Herzen. Man freut sich immer, wenn der Flug zu Ende ist, weil dann geht an der Frau vorbei und sagt, oh, darf ich noch eins nehmen? Und dann sagt sie, ja, okay, nimm 3. Okay, Leute, das ist echt mega peinlich. Ich bin... Bisschen verschnupft, das hört man vielleicht, es gab keine Tempos mehr und deswegen, ja, deswegen habe ich Klopapier dabei. Das ist nicht der Normalfall, dass ich Klopapier mit habe. Meine Nase läuft heute so oft.
Das ist aber echt trocken. Don't judge me, don't judge me. Ich wette, jeder hatte schon mal in der Kindheit gemacht. Früher bin ich mit Klopapier in die Schule gegangen. Und ich weiß auch nicht, was das da drin zu suchen hat. Bübchen Hautcreme, habe ich irgendwann mal gekauft. Gut, dass es dabei ist. Okay, es wird voll die Werbeveranstaltung, meine Kaugummis. Normalerweise habe ich einen Packerl dabei. Die sind sowas von lecker. So. Ah, Edding! Noch mehr Eddings. Also ich habe so viele Eddings dabei. Ich habe irgendwie 500.000 Stifte drin. Ich bin nicht ein Stiftfetischist. Und Nagelknipser. Dann. Oh, Tee. Weil du weißt nie, wann du das nächste Mal einen Tee bekommst. Was ich noch habe, ist mein Schlüssel natürlich. Ein Löffel. Zahnbürste. Auf jeden Fall Autogrammkarten. Das kommt voll komisch rüber, wenn man sagt, man hat immer Autogrammkarten dabei. Das wäre mir jetzt so wichtig. Und... Oh, ich habe auch Gummis dabei, warte. Oh, es fühlt sich zumindest so an wie ein Gummi. Ah, hier. Ganz einfacher Grund, wenn du die Nusspackung, ich kaufe immer diese Nüsse, die für 49 Cent, und wenn du sie aufmachst und nicht alle isst, brauche ich irgendwas, um das zuzumachen. Deswegen habe ich immer ein Gummi dabei. Ich weiß, meine Tasche ist nicht normal, aber jetzt wisst ihr, was in meiner Tasche ist und dass ich gerne mit fetten Rucksäcken rumlaufe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, was für komische Sachen ihr in euren Schulranzen in eure Tasche drin habt. Mich würde echt interessieren, ob irgendjemand auch mal Klopapier mitgenommen hat. Ich glaube, das ist was ganz Normales. Ich sage dann ciao und bleibt sauber.